Das alles hätten wir heute natürlich gerne mit dem Gesundheitsminister oder mit dem Bundeskanzler besprochen. Beide haben uns leider abgesagt. Ebenso wie aus Oberösterreich Landeshauptmann Stelzer und die zuständige Landesrätin Haberlander von der ÖVP, die heute übrigens ein bemerkenswertes Interview im Ö1 Morgenjournal gegeben hat, das Sie in der Radiothek noch nachhören können. Ich begrüße aber jetzt deshalb in Linz die oberösterreichische SPÖ-Chefin und Landesrätin Birgit Gersdorfer. Guten Abend. Guten Abend. Frau Landesrätin, der Gesundheitsminister will einen regionalen Lockdown in Oberösterreich und auch in Salzburg. Der Landeshauptmann in Oberösterreich lehnt das ab. Und Sie? Ja, ich finde es wirklich etwas befremdlich, dass sich der Bundesminister und zwei Landeshauptleute treffen, um Maßnahmen zu vereinbaren. Und die einzige Maßnahme, die dann da herauskommt, ist, dass man sich wieder trifft in zwei Tagen und in der Zwischenzeit die Experten und Expertinnen befragt. Ich denke, die Dinge liegen auf dem Tisch und es muss jetzt gehandelt werden. Und ich kann diese Zögerlichkeit ehrlicherweise nicht verstehen. Ich verstehe jetzt aber auch nicht, sind Sie jetzt für einen regionalen Lockdown in Oberösterreich oder nicht? Also ich bin sicher dafür, dass wir alles in die Wege leiten müssen, damit die Zahlen sinken und wenn das notwendig ist, auch einen regionalen Lockdown, der natürlich dann in der Verantwortung des Landeshauptmanns liegt, der das ja auch die ganze Zeit jetzt nicht nachhaltig genug bekämpft hat. Die Bundesregierung will einen Lockdown nur für die Ungeimpften. Der Salzburger Infektiologe Richard Greil hat gestern hier in der Sendung gesagt, diese Unterscheidung zwischen Ungeimpften und Geimpften macht in der jetzigen Situation bei diesen Infektionszahlen keinen Sinn mehr. Also wenn ein regionaler Lockdown kommt, dann nur für die Ungeimpften oder für alle? Ja, das weiß ich nicht. Das werden die Experten deutlich besser wissen als ich. Ich bin ganz sicher, dass wir alle einen Beitrag dazu leisten haben, vorsichtig zu sein, die Maßnahmen einzuhalten und in allererster Linie natürlich impfen zu gehen. Das Impfen ist, wie schon vorher im Beitrag gesagt wurde, wahrscheinlich die wichtigste Maßnahme und der Gamechanger. Und daher kann ich nur sagen, ich selbst bin geimpft und ich wünsche mir das für alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreich, damit sich die Situation maßgeblich verändert. Im Krankenhaus Wels sind 6 Mitarbeiter auf der Krebsstation infiziert. 3 davon waren nicht geimpft. Jetzt spricht sich die SPÖ in Oberösterreich heute für eine Impfpflicht im Krankenhaus aus. Im Wahlkampf waren Sie noch strikt dagegen. Ja, das ist heute eine sehr verkürzte Darstellung gewesen. Ich bin dafür, dass es eine einheitliche Lösung für ganz Österreich gibt, weil das ist unbedingt notwendig, um auch Wanderbewegungen des Personals zu verhindern. Und diese Entscheidung muss der Bundesminister treffen. Und es ist ganz sicher so, und das sieht man jetzt in der praktischen Umsetzung, dass es notwendig ist, die Mitarbeiterinnen zu schützen, um auch die Patientinnen und Patienten oder Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheimen zu schützen. Aber heißt das, Sie sind für eine Impfpflicht im Gesundheitswesen in ganz Österreich? Das ist sicherlich ein Weg, über den man gut nachdenken muss. Und das ist sicher eine Entscheidung, die der Bundesminister treffen muss oder die Bundesregierung treffen muss. Aber es muss gut überlegt sein und natürlich auch zielführend sein. Am 10. September haben Sie noch gesagt zu diesem Thema, man muss respektieren, dass Menschen ein Recht haben, über ihren Körper selbst zu entscheiden. Und ich bin sicher, dass wir im Pflege- und Gesundheitsbereich noch weniger Personal hätten, wenn eine Impfpflicht bestehen würde. Ja, diese Befürchtung habe ich nach wie vor, aber man sieht auch in besonders schwierigen Situationen, wie zum Beispiel in einer Onkologie, dass es schon sehr risikoreich ist, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht geimpft sind. Jetzt hat Oberösterreich ja von allen Bundesländern die niedrigste Impfquote. Offenbar auch, weil sich alle Parteien, so scheint es, im Landtagswahlkampf vor der MFG und der FPÖ gefürchtet haben, sodass vor der Wahl niemand wirklich Werbung für die Impfung gemacht hat. Und Sie auch nicht. Sie haben jetzt ganz anders geklungen, aber vor der Wahl haben Sie zigfach gesagt, ich bin eine wirkliche Verfechterin von der Körper gehört mir. Das klingt ganz anders, als eine Werbung für die Impfung zu machen. Ja, das ist schon eine Werbung für die Impfung. Das war auch immer dabei. Und wenn man das vollständig sich anhört, dann war das immer eine Aufforderung zur Impfung. Aber es gibt bestimmte Menschen, die aus besonderen Gründen eben eine Impfung ablehnen. Da geht es dann um Beratung und um Aufklärung. Und das, was in Oberösterreich verabsäumt wurde, ist das, dass es diese Beratung nicht im ausreichenden Ausmaße gegeben hat. Wir von der SPÖ haben immer Maßnahmen gefordert, die der
Landeshauptmann, die Gesundheitslandesrätin abgelehnt haben, nämlich Corona-Servicezentren, wo es ums Impfen geht, wo es ums Testen geht und wo es natürlich auch um Beratung geht, weil die Beratung ganz essentiell ist, um diese Entscheidung zu treffen, impft man sich oder nicht. Ich selbst bin geimpft, gehe da als Vorbild für die Bevölkerung voran und wünsche mir sehr, dass diese Entscheidung von sehr, sehr vielen Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern getroffen wird, sich impfen zu lassen. Jetzt kritisieren Sie in den letzten Tagen ganz, ganz massiv den Landeshauptmann und die ÖVP für ihre Corona-Politik. Alles zu spät und alles zu wenig, sagen Sie. Und wahrscheinlich stimmt das auch. Aber in Ihrem Wahlkampfprogramm für die Landtagswahl im September gab es zum Thema Corona genau 6 Zeilen. Nämlich das eine waren 3 Zeilen über diese Beratungszentren in jedem Bezirk und weitere 3 Zeilen über ein Spätfolgenzentrum für ganz Oberösterreich. In Ihrem relativ langen Wahlprogramm stand keine einzige Maßnahme, keine einzige konkrete Idee zum Thema Corona. Muss man nicht einfach sagen, dass in Oberösterreich rund um die Landtagswahl alle Parteien beim Thema Corona kollektiv versagt haben? Also es ist sicher nicht so. Wir haben während dieser 21 Monate der Pandemie im Landtag eine ganze Menge an Anträgen eingebracht, die Ideen der Sozialdemokratie, diese Corona-Krise zu bekämpfen. Leider sind sehr viele gar nicht behandelt worden oder nicht final entschieden worden oder abgelehnt worden. Da ging es um viele Ideen, wie man organisatorisch mit dieser Krise umgehen kann, aber auch die soziale Komponente, die damit verbunden ist, bekämpfen kann. Und da haben wir sehr, sehr viele Ideen eingebracht, die leider von ÖVP und FPÖ abgelehnt wurden. Frau Landesrätin, vielen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie sich dem Interview gestellt haben. Macht in diesen Tagen nicht jeder. Sehr gerne, danke.